trip. I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Nerd Bowl Chaos Squad gegen die Dusk Snakes, ein Dunkelelfenteam. Und starten all organizational details have been settled. The match can begin. Genau. Huh, bin schon aufgeregt. Was werden die Dunkelelfen mit unserem Team anstellen oder umgekehrt? It's match time, and nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl. Wir sind vom Teamrating her höher als die Dunkelelfen, wenn ich es richtig gesehen habe. Welcome back, sports fans. Jim Johnson and Bob Bifford here. So. Facing the dark elves is never fun. They're cruel, they're vicious, and they're really pretty good. So, was hat denn das Team hier am Start? Ein Blitzer mit nichts außer Block, ein Feldspieler und ein Blitzer. Feldspieler, Feldspieler, Blitzer, Feldspieler, 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 ein Läufer, okay, und noch ein Blitzer und drei Wiederholungswürfel. Okay. Irgendwas auf der Ersatzbank? Irgendwas? Ich sehe nix. Okay. Ja, Dunkelelfen. Puh. Also schwieriges Team zum Spielen. Agilität 4 wie alle Elfenteams. Kam keine Hexe dabei. Das ist ganz schön... ungewöhnlich, finde ich. Na gut, das ist auch noch ein Anfängerteam. Aber ich würde auf jeden Fall einen Hexen am Anfang immer mitnehmen. Die sind cool. Eine sanfte Brise lässt den Ball der Landung ein Weil weiter zu fallen. Okay, ja. Alles klar. So, there they come. Wir haben vier Spieler, wenn ich richtig gezählt habe, mit Block. Das könnte ein Problem geben. Wir haben nur einen mit Block. Und drei Wiederholungswürfe sind auch nicht ohne. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Ich überlege ja auch, ein Dunkelelfenteam als Zweitteam hier als Let's Play zu präsentieren, weil ich bin gerade echt im Blood Bowl Fieber. Frage ist halt, ob ich zwei Teams wirklich durchhalten kann. I certainly was, Jim. Jetzt wenn er mit Agilität 4 den Ball nicht aufheben. Ja, mit einem Wiederholungswurf schafft er das. Und da kommt ein Zweierblock gegen den Koan. Hm. Autsch. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr einen Dunkelelfen-Let's Play auch sehen wollt. Wird sich wahrscheinlich ein bisschen abheben von dem Chaos-Gameplay. Weil die Dunkelelfen dann doch ein bisschen anders sich spielen lassen. Wegen der Agilität 4 und halt, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, Stärke und Mutation als Skills zu kriegen. So, ja, der hat hier seinen Ballträger ziemlich offen gelassen. Der Ballträger kann eigentlich nix. Was hat er hier? Wohl, was hat er hier? Was ist das für ein Skill? Abspielen. Diese Fähigkeit ermöglicht dem Spieler einen schnellen Pass zu spielen, wenn ein Gegner ihn blocken will. Okay, das heißt, er könnte auf den hier passen dann. Hm. Das heißt, wir gehen mal mit dem hier rein und zwingen ihn in eine Tackle-Zone. Dann müssten wir hier... Okay, mit einem Go for it kommen wir da immer noch hin. Gut, dann hauen wir jetzt hier mal den Blitzer mit... The attacker has an assist. So, und die Dunkelelfen haben natürlich auch, wie alle Elfen, auch relativ wenig
Rüstung, ihr seht hier unsere Tiermenschen haben Rüstungswurf 8 und hier die Elite-Spieler, also die Blitzer von denen haben auch 8 und die normalen Feldspieler haben glaube ich nur 7. Now his body can move freely. Ja, gelähmt. Ne, die Feldspieler haben auch 8, aber ich glaube die Hexen haben nur 7. Irgendwas war da. So, hier den Blitzer haben wir auch. This is going to be decisive. Mit Backfisch. Bleiben aber auch stehen. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein schneller Pass ist hier. So, ich denke mal, wir riskieren es dann mal. Und haben wir hier jemanden? Das ist Plastiklöffel, das ist Koriminus. Plastiklöffel hat schon welche. Dann gehen wir doch mit dem Koriminus hier auf den Träger drauf. Okay, come on. I think that's the need. Wiederholungswurf. Schon für den Go for it. They're going for the ball. Okay. Wir haben beide keinen Block, das heißt, er wird den Ball verlieren. That's the way. Get him early. Aber gut. Wir stehen gut defensiv. Ist okay. Hier kann man relativ einfach durch. Finde ich jetzt. Aber zumindest hat er den Ball erstmal verloren. Und er kann ihn nicht aufgeben anscheinend, ohne Wiederholungswürfe zu nehmen. Ist das irgendwas hier im Wetter? Ne, wir haben ein perfektes Blood Bowl-Wetter, Leute. Werden wir geblitzt und das könnte wehtun für den Bero. Gab schon was Schlimmeres. Auf den Umbrun müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Immer wenn der jetzt verletzt wird, dann kann es böse ausenden für den. Ja. Ich nehme übrigens immer noch Bewerbungen für unser Team an. Also wenn ihr mitspielen wollt, euren Namen hergeben wollt für unsere Nerdpool Chaos Squad, dann schreibt mich doch auf dem Nerdpool an. Am besten oder hier unter dem Video. Auf dem Nerdpool ist einfacher für mich. www.nerdpoolforum.de, falls ihr es nicht wisst. So. Hier ist jetzt einer durchgebrochen. Und was Elfen jetzt nun mal so haben, was die ziemlich elendlich macht und dagegen spielen, die sind schnell. Und wenn die einmal durchgebrochen sind, dann spielen die ganz gerne mal einen langen Pass, was sie auch mit Agilität 4 auch ganz gut schaffen. Und rennen dann in die Endzone. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass der hier steht. Those players are very close. Smells like a fight is about to happen. So. Dann stehen wir hier mal auf. Und hier ebenfalls. Auf den Ballträger können wir jetzt gerade nicht gehen, aber wir können hier mit unserem Chaoskrieger uns mal revanchieren. Ah, das ist schlecht. Der Gegner hat Block und wir nicht. Das heißt, wir gehen zum Boden. Der arme Samu. So. Der hat jetzt minus 3, wenn er versucht, den Ball aufzuheben. Normalerweise auf die 2 fängt er. Auf die 3, auf die 4, auf die 5. Und er hat noch zwei... Ne, einen Wiederholungswurf hat er noch. Allerdings kann er eher noch einen hier raushömmeln. Anscheinend entscheidet er sich dafür, mehrere Ziele uns anzubieten, die wir abdecken müssen für den langen Pass. Das ist immer auch ganz gerne. Ich habe auch lange Waldelfen gespielt. Und da war es auch immer so, einfach 3-4 Leute in die Endzone vom Gegner bringen. Da kann sich nicht um alle kümmern. Jetzt sind auch hier schon 4 Leute in der Endzone. Und dann halt den langen Pass versuchen. Beru ist gelähmt.
ist eine gute Sache. Na, und... Ah, leider nicht. Wir konnten nicht stoppen, als er an uns vorbeiläuft. Vorne wird wieder geblockt. So. Wir sind wieder dran und jetzt haben wir das Problem. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5 Leute in unserer Endzone. Und um alle werden wir uns nicht kümmern können. Zumindest um denen wird es ganz schwer. So. Wir machen hier mal einen Blitz mit dem Chaoskrieger gegen den. Come on, guys, together. Wir brauchen den Wiederholungswurf mal wieder. Ja, wegschieben und folgen. So, dann geht der hier mal hin. So, hier den hauen wir mal um. Hoffentlich zumindest. Und folgen. Der geht hier mal hin. Hier, der muss den umhauen. Ja, zumindest ist der jetzt schon mal so weit hinten, dass er zumindest keinen Touchdown erzielen kann, oder? Der hat Bewegung 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 2, 4, 6, ne, er kommt nicht mehr in die Endzone. So, der nach hier. Schon mal ganz gut. Hier gäbe es keinen Doppelblock für ihn, um hier rauszukommen. Wenn ich das richtig sehe. Doch der hier wäre... Nee. Doch der wäre ein Doppelblock. Schwierig, schwierig. Könnten den auch zurückziehen. Aber hier komme ich auch noch ganz schwer... Nee, hier komme ich eigentlich nicht schwer wieder hin. Wir probieren das mal. So. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. Dann machen wir noch einen Einzelblock hier. Smell your breath and see the dead insects in your teeth. Mal zurückschieben. Und stehen bleiben. So. Jetzt haben wir unser Bestes getan. Und ich fürchte, er wird trotzdem den langen Pass spielen. Und er wird das auch schaffen, weil so gut ist die Verteidigung jetzt hier nicht von uns. Er läuft erstmal nach vorne. Dann wird er den hier wegholen. The players arrive to assist their teammate. They switch possession of the ball. Always risky. Okay. Übergibt den Ball. Gegen zwei Tackle-Zonen schafft er das sogar. Okay. Der läuft dann jetzt durch. Versucht den Touchdown. Und schafft das. Puh. Ja, kann man nichts gegen machen. Gegen zwei Tackle-Zonen, Leute. Naja. Gut, Backfisch als Ballaufheber hier hinten. Bero nach vorne. Wo ist eigentlich unser Agilitäts 4 Spieler? Hier, der Mischka. Geht mal auf außen. Engai auch auf außen. Wir müssen jetzt hier versuchen, mal ordentlich zu prügeln. Wir müssen ein paar Elfen aus dem Spiel nehmen. Ansonsten sieht es hier ganz böse aus. So, Cartman fängt gleich mal mit dem Prügeln an hier. Der hat nämlich auch Blocken. Okay.
Ah ne, wir speichern das besser nicht. Das da kommt der Ball. Schneller Zug. Ihr Angreifer beginnt ihren Zug, bevor die Verteidigung bereit ist zu erwischen. Alle Spieler der Nörgel können sich auf ein benachbartes Feld ziehen. Das ist ein kostenloser Zug. Okay. Dann ab nach vorne. Ansonsten macht das hier gerade nicht so viel Sinn. Lackfisch vielleicht nach hier, wo der Ball gleich hinkommt. Okay. Okay, dann lassen wir das Prügeln beginnen und hoffen, dass wir ein paar Leute rausholen hier. Wir bleiben. Ah Mist, das war nur ein Einser, aber gut Glück gehabt. Da habe ich nicht aufgepasst. Folgen. Ja, leider keine Verletzung oder so. So, den schieben auch noch da hinten. Folgen. Der ist zumindest gelähmt. So, Beru. Komm, Gombus kannst du nicht schlagen, aber Elfen. Komm, Elfen müsst du doch kaputt hauen können. Folgen. Jawohl! Elfen mag er nicht, der Beru. Alles klar. Zwei Starspielerpunkte. So, und das gleiche macht jetzt hier bitte der Engel auch. Und bleibt aber stehen. Der ist K.O. Das ist cool. So. Dann ziehen wir hier den Koali mal rüber und machen einen Blitz auf den da. Ne, Wiederholungswurf braucht man nicht. Wir schieben den nach da. Und folgen. Ah, jetzt habe ich auch Gleiten geklappt, verdammt. Gut, Plastiklöffel einmal nach hier. Und hier können wir auch nochmal hauen. Sehr schön. Ja, wir bleiben. Jawohl, verletzt. Gut. Ein Schädelbruch. Wer war das? Der Mischka. Ja, der kennt sich aus mit Kaputthauen. So, den Samur ziehen wir mal zurück. Ja, der braucht nur noch einen Starspielerpunkt. Wir versuchen mal mit ihm hier den Pass. Na, schafft er nicht. Ne, wir nehmen auch keinen Wiederholungswurf dafür. Das war ein bisschen greedy. Aber wir haben es da gut gemacht. Drei Elfen jetzt raus. Wir haben noch genug Züge, um den Touchdown auszugleichen in dieser Halbzeit noch. Allerdings kommen sie jetzt hier massiv über die Seite. Wie heißen sie hier? Was haben wir für Namen? If Eroth. Und Masdihl. Kaldil. Jetzt kommt der Blitz gegen den Beru. Wollen sie sich rächen? Hoffentlich gelingt es ihnen nicht. Sieht gut aus. Zug 5. Okay. Der muss erst mal dran glauben hier. Komm, Cartman, du schaffst das. Wir haben Block, der Gegner nicht. Perfekt, in Ausgangsposition. Gelähmt. So, hier. Riminus. Bam. Folgen. K.O. Sehr schön. Alles klar. Hier brauchen wir den nicht aufstehen lassen. Wir können auch so den Blitzer schlagen. Und folgen. Auch der ist gelähmt. Perfekt.
Dann kann der nämlich jetzt nicht nach da. Nach hier. Und der N-Guy kann den Elfen hier mal... Nein, nein, ach nein. Ach, scheiße. Ein Missklick. Ich sollte den eigentlich nur hauen, nicht hier außen rumlaufen, gegen 1000 Tackle-Zonen. Scheiße. Naja. Noch ein weiterer Elf, um den wir uns kümmern müssen, hier hinten. This player likes to be well assisted in a fight. Gelähmt. Der arme Koani ist gelähmt. Unity is strength. Und gib ihm. That's it. Force him back and then pow. Hätte man ja auch mal hier defensiv. So, wir sind wieder dran und jetzt haben wir hier schon wieder einen stehen, den wir umhauen müssen. Wir fangen erstmal an mit Aufstehen. So. Und dann haut jetzt der Kuriminus hier den Typen um. Is the assist gonna be enough to come out on top? Langsam gehen uns die Züge aus. Wir müssen langsam mal... Jawohl, zwei verletzt. Hey, so ist natürlich, können wir natürlich auch weitermachen. Weiter die Leute verletzen und dann in der zweiten Halbzeit... Nein, 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 nein. So, hier. Nicht auch blitzen sollst du auch nicht. Du sollst den einfach hauen. Hier. Na gut, schubst ihn mal zurück. Ach da, und folgen. Alles klar. So, der Frank. Eine Bewegung von 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Komm noch da, noch da. Hm. Ein Blitz. Ach hier. Sehr schön. Bleiben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Samur, komm, Ball aufheben. Yes, they've picked up the ball. Whoopie-dee-doo. Und hier hinlaufen. Und dann den Ball hierhin schmeißen. That's the ball going the wrong way. Sehr schön. Und dann, ich hatte einen Aufstieg schon mal verdient. Und hier die zusätzlichen Arme von Backfisch haben uns auch schon mal jetzt gute Dienste geleistet. So, dann nehmen wir noch mal hier den Mischka und gehen mit ihm einen zurück. Und... Mit ihm einen vor. Komm, den müssen wir mal aus den Latschen hauen hier. Bleiben. Leider nicht. Tim, 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 tim. Dann auch von der vorne laufen. So, und dann übergeben wir den Ball an den Mischka. Get rid of the ball. Free up your fist for punching. Ah, Wiederholungswurf. Komm, Mischka, du kannst Bälle fangen. Gut. Mit Wiederholungswurf ging das. Okay, wir sind weiter vorne. Es sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elfen auf dem Spielfeld. Da muss noch was gehen in zwei Zügen. Hm. Schieben. This player, the attacker,
Habe ich immer so ein schlechtes Gefühl jetzt, wenn der geblockt wird, weil er ja diese Verletzung hat. Kuriminus, das ist noch nicht der Fall. Man ist gelähmt. Puh. So, aber das heißt, sie haben sich jetzt nicht auf 4 konzentriert. Wir haben keinen keinen Wiederholungswurf mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier nur mit dem Mischka durch. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. 5, 6 mit Go for it wird's nächste Runde schon gehen. Well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, erster Käfig. Und wenn wir hier noch einen hinstellen, kommt da der zweite Käfig hin. Dass er gar nicht erst auf die Idee kommt, hier Druck auf den Ball zu machen. Du stehst auf. Wann hat man schon mal die Spieler parat, um 2 Käfige um den Ball zu bauen? So. Also er muss durch 1 Milliarde Tackle-Zonen durch, bis er hier zum Ball kommt. So, und die beiden Chaoskrieger können sich hier nochmal mit ein paar Elfen vergnügen. Haha. So, folgen. Okay. Und punchen hier. They'll have to pick up most of them off the ground in a few seconds time. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. Bin gespannt, was die Elfen jetzt machen. Wir haben leider keinen Wiederholungswurf mehr. Der Go for it, den wir dann gleich brauchen, der 2-1er 2-Plus-Wurf, Leute. Das habe ich schon oft genug verkackt. Aber es wäre echt gut, wenn wir diese Halbzeit noch aufholen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die beiden Elfen hier K.O. bleiben nach der Halbzeit. Corvinus ist gelähmt. Ausweichen. Okay, wir machen jetzt auch nur den einen Zug, jetzt nur noch. Nein, wir haben keinen Pass, bitte. Wir laufen einfach nur in die Endzone. 83%, komm. Yes! Boom! Must be extremely frustrating, don't you think? Oh, and an equalizer. Very, very welcome. Nothing is decided yet. Yeah. Halbzeit. So, none of the knocked out players seem to have awoken in time for the next down. So, das hat ja ganz gut geklappt. That must be one heck of a dream they're having. I'm tempted to go down there and help out myself, Jim. I'm worth at least 3 players, and I could do with breaking a few necks to air out the cobwebs. Both teams are on edge. This kick is crucial. Von ihm sind die beiden nicht wieder aufgewacht. Das ist ganz nett. So. Aufstellung. Nicht speichern. Früher war hier oben immer der Go-Button, jetzt ist er hier unten. Deswegen drücke ich da ausnahmsweise nochmal. So. Ein Feld weiter springt der Ball ab. Nicht weit genug gekickt. So, dann kann Backfisch den Ball ja einfach nur so bekommen. Sehr schön. Möge das Geprügel losgehen. Wir wollen noch mehr Elfen am Boden sehen. So, hier. Folgen. The fans are ravenous, and so am I. Just one more step. Und... Nein, nicht schon wieder dieses Ausweichen. Manchmal. So, deren wird zu Boden geschleudert. One more noch hinaus. Oh, schade.
So, dann hauen wir den hier. Sehr gut. Ein gutes an Elfen ist übrigens später, die können alle die Fähigkeit Block und Dodge bekommen. Womit sie dann nur noch auf die 6 niedergerissen werden. Was ziemlich gut ist. So, und den transportieren wir jetzt mal aus dem Feld. Und gehen mal die Zuschauer besuchen. The fans seem very rabid tonight. I hope they leave a few bits of the player intact. So, und das Prügeln geht munter weiter. Ah, gut, die haben beide Blocken. Dies ist okay. Haben wir Glück gehabt. Folgen. Und hier das Prügeln geht weiter. Wiederholungswurf. Und ja, endlich ein vernünftiges Ergebnis. Folgen. Noch ein Gelähmter. Perfekt. Mischka. Mit seiner Agilität von 4. Und noch einmal. Jetzt haben wir ihn endlich am Boden. Hat ja auch nur ein paar Blocks gebraucht hier. So. Wer ist das hier vorne? Das ist der N-Guy. Der bekommt jetzt gleich den Ball von uns. Ja, stellen wir uns hier hin. Und schmeißen ihm den Ball zu mit Bugfish. A quick pass here should do nicely. Ah, und der N-Guy kann den Ball nicht aufheben. Naja, es sind nur 3 Elfen auf dem Spielfeld, die sich um den Ball kümmern können. Von daher bin ich da jetzt nicht so... Okay, er versucht es auch. Würde ich aber auch machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Er schafft es sogar. Okay. Der ist aufgestanden. Das war's, ne? Unser Zug. So. Ja, ein Geil. Das hast du ja jetzt selber eingebrockt hier. Noch da. Bugfish unterstützt dich jetzt mal hier. Und du haust den Typen an. Mit dem Wiederholungswurf. So, und zu Boden. Kannst du wenigstens hauen, N-Guy, komm. Ach, jetzt hat er auch den Ball gefangen. Okay. Nice. Okay. Ja, ja. So, der wird auch zu Boden geschickt. Folgen. So, hier hinten hin. Chaoskrieger hier hin, da wo das Geprügel ist. Schön die Elfen hier einmauern. Mehr oder weniger. So, ein Elf steht noch und wir haben noch einen Blitz über. Das machen wir doch mit dem guten Frank. Und hau ihn. Jawohl. Zu Boden, den Burschen. Folgen. Leider keine Verletzung oder so. So, und dann unterstützen wir den Ballträger noch mit einem extra Tiermensch und sind dann auch fertig für diesen Zug. So, jetzt müssen sie alle aufstehen erstmal. Ja, Elfen sind am Anfang hart. Aber wir sind ja ein Prügelteam, das machen wir bisher auch ganz gut. So, Cartman hier. Schnapp dir den Elfen. Come on, guys, together. Wir haben Block, er nicht. One less annoyance to deal with. Unverletzt. Sehr gut, Cartman. Their pain is our gain. Sehr gut. So, Frank, hast du gesehen, wie es geht? Cartman hat es dir vorgemacht. Oh nein, nicht schon wieder diese Scheiße hier. Haben sie nicht gut gemacht hier mit diesem Klicken. Oh, wie oft haben wir jetzt schon die Doppel-1 gewürfelt beim Blocken? Frank
schafft es aber nicht, ihn zu Boden zu reißen. Gucken, ob der Kuriminus das schafft. Auch nicht. So, der Koali. Einmal hier den Typen bitte hauen. Okay. Und Mischka, komm, du bist doch der Beste im Leute kaputt hauen. Das haben wir im letzten Let's Play gesehen. Folgen. Diesmal nicht. Okay. Du haust den. This is going to be decisive. Geben wir mal die Möglichkeit, ins unser Backfield zu kommen. Obwohl, nee. Nicht so einfach. Okay, wir haben noch einen Blitz über. Aber wir gehen erstmal mit dem Ballträger nach hier. Und machen dann einen Blitz. Yeah, smells like a good old fashioned fight. Und einmal schieben. Aber der wird dann diese Runde wohl auf dem Feld bleiben. Und wir mauern ihn ein bisschen ein, dass er in mehrere Tackle-Zonen muss. Okay, der Chaoskrieger geht auch noch da. Wer war das? Das ist der Samu, genau. Der Frank ist auf der anderen Seite. Alles klar, gut. Zug beenden. Schauen wir, was die Elfen draus machen. Aufstehen. Er hat noch Wiederholungswürfe. Und schafft es trotzdem nicht. Ja, auf die 3 ausweichen ist nicht so einfach. So, aber wir können jetzt hier wieder weiter prügeln. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Und hier noch einmal kommt Samur. Hallo. Schlag den Elfen. Sehr schön. Und folgen. Perfekt. Und du wirst auch gehauen. Is this gonna be enough to come out on top? Folgen. That's quite a mess. Even Tsiinch would struggle to untangle that. So, ich will, dass der Chaoskrieger punktet. Tut mir leid, Engai. Aber du musst den Ball gleich abgeben. So. So muss er auf jeden Fall durch 2 Tackle-Zonen durch, wenn er hier hinten rum will. Dann nicht ganz, aber gut. Kann nicht alles haben. So, hier, er kann aber noch nach... Ach, hier, dann ist er komplett eingemauert. So, muss immer durch 2 Tackle-Zonen durch, wenn er raus will. So, und der N-Guy schmeißt mal den Pass auf den Frank. Wiederholung. Ja, der Enger kann nicht so gut mit dem Bällen, ja. Und. Aber gut, da ist der Starspielerpunkt für ihn. Dank Wiederholungswurf und wir beenden den Zug. Die Elfen stehen wieder auf. Was sollen sie auch anderes machen? Und versucht er jetzt hier rauszulaufen? Nein, versucht er gar nicht erst. Alles klar. So, dann geht das muntere Prügeln hier weiter. Gucken, ob wir noch eine Verletzung verursachen können. Jawohl, da ist es nämlich. Samua läuft bei dir. Gebrochene Rippen. Sehr gut. So, und der nächste bitte jetzt auch noch verletzen. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch einen Touchdown hin. Folgen.
Nee, diesmal nicht. Und weiter weg vom Ball ist immer gut. Auch nicht. So, jetzt kommt's drauf an. Der muss weg. Folgen. Oh, der wehrt sich beständig gegen seine... He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Okay, der Cartman hat Block, Gott sei Dank. Okay, und dann gibt's den Touchdown von Frank. The ball is in the end zone, and according to Knuckles' sacred text, we have a touchdown! That touchdown could be the one that brings victory. Ja, das glaube ich auch. Die Elfen kriegen jetzt zwar den Ball, aber mit Glück haben sie nur 6 Spieler auf dem Spielfeld. Und wir sind noch komplett. Einer geht wieder hoch. Okay. Das heißt, sie haben 5 Spieler auf dem Spielfeld. Drei Züge. Mal sehen, ob wir da noch einen Touchdown hinkriegen. Könnte schwierig werden, weil wir sind so die schnellsten jetzt noch nicht. Oh, wir haben einen kostenlosen Bonuszug. Das ist doch mal nett. Den nutzen wir doch direkt mal mit... Wen haben wir denn hier rumstehen? Hier Mischka. Der läuft mal direkt hier rum. Stellt sich da neben das Feld, wo der Ball gleich hinkommt. Stupid to trip up like that. Bad for your head. Schade. Bad for your pride. Zug verschwendet. Naja. Dachte, wir hätten noch einen Wiederholungswurf, sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht gemacht. Wieder mal nicht aufgepasst. Nee. Aber gut, so schlimm war es jetzt nicht. Has it quite fundamental to the game. Ah, da geht der Wiederholungswurf von den Elfen. Nee, nutzt keinen. Okay. Ja, dann kann ich ja noch mal hier munter drauf rumprügeln. Come on, guys, together. Hierhin. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Ah, schade. Good call. Intimidation is the key. So, jetzt schauen wir am besten den, der keinen Blocken hat. Na gut. Folgen. Er ist auch noch gelähmt. Sehr schön. So muss das doch sein. So, du läufst nach da. Ihr beteiligt euch hier mal an dem großen Geprügel. The more the merrier. So. Mehr Druck auf den Ball. Und auch der Umbreon. So, und dann geht der Blitz auf den Ballträger. Vom Mischka. They'll need to get rid of the ball. Now there's pressure on them. Ah, schade. Okay. What can you do against a full speed horned opponent? You aim between the eyes. Noch ist es möglich für uns, den Touchdown zu machen. Kommt immer darauf an, was er jetzt hier aus der ganzen Sache macht. Er ist umzingelt. Jetzt kommt der Blitz gegen den Mischka. Okay, er hat es nicht geschafft, ihn umzuhauen. Das heißt immer noch die Tackle-Zone ausweichen. Aber er hat noch Wiederholungswürfe, also nicht so das Problem. Und jetzt? Ein Minusblock gegen Beru und er hat Block. Ja, aber du bleibst trotzdem mal da stehen, wie du bist.
Okay, und wir sind wieder dran. Alles klar, aufstehen. Und dann gibt's hier den Block vom Samur. Einmal in your face. Oder auch nicht, weil wir haben keinen Block. Scheiße. Na gut. Wenn das... Okay, er hat noch... Ne, er hat noch zwei Züge. Er kann den Touchdown noch schaffen. Aber okay, so nicht mehr. Wouldn't they be better dodging out of the way rather than blocking, Bob? No, Jim. Strike first, run like... Oh, wait! Something's happening. Ah, we called that Knuffles Kiss. Einen Apotheker brauchen wir dafür nicht. Wir haben gewonnen, Leute. Weil in einem Zug... Ja, obwohl, er kann es auch in dem Zug noch schaffen. Na, jetzt nicht mehr. Ja, wiederholt. Er hat den Wiederholungswurf hier noch. Wir dürfen auch mal noch aussuchen und den Fort mit ihm. So, unser letzter Zug. Wir versuchen noch Starspielerpunkte durch das Wegprügeln von Elfen zu bekommen. Schieben. Nämlich noch da. Hierhin. Ja, das war ein kurzer Zug. So, jetzt macht er noch irgendwelchen Crap. Und solange er keinen Spieler von uns verletzt, ist mir das total egal, denn er kann nicht mehr in die Endzone kommen mit dem letzten Zug. Und wir haben wieder gewonnen. 2-1 diesmal gegen Dunkelelfen. Und wir haben einen Aufstieg von einem Chaoskrieger. Vom Samu. Ja, beide gehen. Alles klar. Das war das Spiel, Leute. The final score is 2-1. A tense match with plenty of action. 2-1. Okay, wir haben 90.000. Wir wiederholen das mal. Ja, jetzt haben wir ordentlich Knete verdient. Sehr schön. Okay. Knuffles Jockstrap, Jim. We have a new ranking player. Alles klar. So, was haben wir hier gehabt? Unser Koali ist Spieler des Spiels. Das heißt, der müsste eigentlich auch einen Aufstieg bekommen. Ja. Zwei Touchdowns, zwei Pässe, 14 Rüstungsdurchbrüche, ein Touchdown, 5 Rüstungsdurchbruch. Frank Beruko, gut, Starspielerpunkte gesammelt. Okay. Gehen wir in unser Team und schauen uns das doch mal an jetzt hier in der Spielerliste. Hier, Koali und Samu haben einen Aufstieg, wir fangen mal mit Koali an. So, komm, jetzt würfel was Gutes. Stufe aufsteigen. Und Würfel werfen. Ein Pasch. Ein Pasch ist immer gut, weil bei Pasch kann man sich Sachen aussuchen, die man sonst nicht hat. Zum Beispiel hier Geschicklichkeit und Passen. Was haben wir denn hier? Teamkapitän, Nerven aus Stahl. Wurfsicher. Aber ich glaube, ich nehme Ausweichen für den Koali. Dann können wir nämlich nach einen Spieler bauen, der Ausweichen und Blocken hat. Sehr gut. Und zurück. Und dann der Samur. Und Stufe aufsteigen. Okay, nur ein ganz normales Ergebnis. Das heißt, er bekommt Blocken. So, sehr gut. Und außerdem kaufen wir uns jetzt einen Spieler. My drink to me chilled again. And I'll have your arm sawn off with a rusty blade. I want it warm. Warm, I said. Body temperature. Is the blood in your veins cold? No, it isn't. Then why should my wine be any different? So, der Leschrak Dark wollte Chaoskrieger werden. Ja, das passt.
Lesrak Dark, willkommen im Team als Chaoskrieger. Und Käufe bestätigen. Alles klar, jetzt haben wir 3 Chaoskrieger, Leute. Und ordentlich Aufstiege haben wir auch. Falls dem Umron jetzt was passieren sollte hier, ist das jetzt auch erstmal nicht mehr so schlimm dann. Was sind wir eigentlich? Was ist eigentlich das hier? Ach, das ist die Plus Agilität, ne, oder? Ja, plus 1. Das sieht so aus, als ob das ein Malus wäre. Haben sie ein bisschen schlecht gemacht, glaube ich. Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann schauen wir noch kurz, gegen wen wir spielen beim nächsten Mal. Wir spielen gegen die Greenskin Skulls, wieder gegen Orks. Ne, ja gut. Wenn's den Orks, also ich spiele lieber gegen Orks als gegen Zwerge, muss ich ehrlich sagen. Alles klar. Gut, gegen die Greenskin Skulls beim nächsten Mal. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss.